Ja. Hast du uns gefunden? Hab ich. Ja, und oh, ich habe die Fallenliste. Kling, kling, kling. Und? So, warte, was brauche ich? Molybdän. Und was habe ich? Molybdän steht hier rum. Molybdän steht da rum. Okay, dann bring mal eins mit. Übrigens haben wir noch eine Lok, die wir nicht gehört haben. 54321. Doc, mir ist das alles nicht Mist. geheuer. Ich verstehe nicht, warum Sie mich gebeten haben, die Wiederherstellung der Erinnerung dieses Soldaten zu Ja, sabotieren. halt nochmal. Warum wollen Sie nicht, dass er sich erinnert, sich freiwillig gemeldet zu haben? Er hat sich doch freiwillig für die Implantate entschieden, oder? Ihre E-Mails werden immer seltsamer. Als ob Sie gar nicht mehr die gleiche Person wären. Nein, es ist, Ich habe eins zu weit geklickt, jetzt weiß ich nicht mehr, welches das war. Molybdän war's. Nein! Welcher Log? Ich habe einen Log zu viel geklickt. Achso, es ging jetzt um diese Scherben und Poleto. Aha. Was hat sie so gesagt? Du kannst sie wieder aufrufen. Nein, kann ich nicht, bin ich zu doof zu. Du machst dein Inventar auf. Dann ist da unten rechts, am linken Rand dieses rechten Feldes, dieser Log. Da klickst du drauf, gehst auf Logs, auf Deck 7, Rickenbacker. Dann hast du da ganz unten die Chemikalienliste und darüber Bayless, Daten von Tough City. Das ist das, was wir brauchen. Hast du es mal auf den? Als ich deshalb das Stück einer Datenscheibe in der Nähe des Kraters auf Tau City fand, steckte ich es in meinen Gürtel und dachte, Dr. Polito wird wissen, was man damit anfängt. Achso, das haben wir ganz kurz, okay. Ja. Riesiges Mehrzweckorgan. Auf der Brust, okay. Also irgendwas ist hier und es klingt nicht gesund. Bitte? Irgendwas ist hier in der Nähe und es klingt nicht gesund. Okay. Rumblauger. Alle Schäden, die sich auch noch zufliegen, sind um 25% gesteigert. Gehen wir wieder, oder? Sekunde. Ich meine, höchstwahrscheinlich wirst du hier mit. Extrem gefährlich, man muss hochentwickeltes Gehirn. Ah ja. Eine latente psychische Fähigkeit, gut. Eisenkartex, ich mache relativ wenig Schaden. Dingern. Huch, hallo. Das ist fies gewesen um die Ecke. Der lag irgendwas, das, was du aufgesammelt hast, einfach so. Ja, Naniten. Die haben ein sehr langes Leben. Und die Virenwaffe. Perfekt. 10. Meine Virenwaffe ist ausgezeichnet 9. Reicht. Was war das? Nennt es Raketenwerfer. Ah. Ich habe immer noch kein Teleport gesetzt. Na, was ja, soll's. Wir bringen mir ja eh nichts, also. Naja. Übrigens, ich will endlich mal eine Fähigkeiten-Upgrade-Station. Weil ich meine, wir haben jetzt so viele Kisten schon mit Hacken 6 übersehen, wo schon so viele gute Sachen drin sind. Hast du den irgendwo notiert oder gemerkt, wo was ist? Nein, ich weiß, wo die anderen beiden sind. Also ich weiß, dass wir die anderen beiden schon hatten, aber... Wir hatten Psi und Waffen schon, jetzt brauchen wir noch Modifikationen und Dings. Die anderen beiden Upgrades halt. Naja. So. Schon da? Fast. Okay. So. Jo. Das wäre hier lang, ne? Nee, gar nicht. Ja. So, warte. Teleportpunkt setzen. Kannst du mal kurz vorgehen? Ach komm, ich war weit genug weg.
Dein blöder Teleportpunkt bringt mir nichts. Aber mir. Das ist mir aber scheißegal, weil ich derjenige mit der auf. Mit dem Dings bin, der das aufnimmt. Hoppala, jetzt haben wir schon Laserkanonen. Die gab's schon viel früher. Nein, das sind jetzt andere. Übrigens nett von dir, einfach weiterzugehen. Ich bin ja nicht wirklich weitergegangen. Ich bin nur dahin gegangen, wo der, wo das Ding da war. Und wieder diese blöde Leiter hoch und. Ah. Ehrlich, die Rickenbacker ist so ein scheiß Schiff. Ja, Militär halt. Ach, übrigens geht's da im Chemiebereich nur ein ganz Stück weiter. Ich weiß. Wo bist denn du eigentlich jetzt hin? Ich warte an den Leitern auf dich. Ich bin doch schon lange wieder hier in dem. Bist du okay, dann bin ich jetzt in der Chemiestation. Ich bin wieder tot. Okay, das ist schön. Ich hab. Dein Laserschießer ist auf mich los. Ich bin hinter die Ecke gegangen und er hat mich getroffen, das zweite Mal. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal durch die Chemie durch, weil da, glaube ich, auch noch ein Ei war. Ja. Scheiß Drecksmüllleitern für den Arsch. So. Jo. Klingt schon gut. Was? Lass den mal kurz in Ruhe. Wen? Das, was ich da höre. Das ignoriere ich ja die ganze Zeit schon. Ich gehe. So. Der müsste jetzt nämlich die Laserkanonen auseinandernehmen. Gut, das waren vielleicht falsche Laserkanonen, aber irgendwelche sind es auf jeden Fall. Eine von diesen Laserschüssen macht einfach mal, 6 Schaden. Schaden, hm? Hab's gemerkt. Nee, nicht 6, die macht mehr als 6 Schaden. Ich geh mal zurück in Stellung. Und halt die bei der Gelegenheit auch gleich mal. Was für eine Stellung überhaupt? Die Stellung im Chemiebereich. Ich versuche dann in der Zeit mal irgendwie die Gut, anscheinend macht der Rumbler relativ gute Arbeit hier. Die habe ich gerade kaputt gemacht, beide. Ah, okay. Der Rumbler geht übrigens jetzt gerade auf mich los. Sollte er nicht. Hast du jetzt wieder... Ja. Noch eine Lok. Wollen wir die gleich hören? Ja. Wenn du den auseinander nimmst. 5-3-2-1. Ich überfreude, wie leer mein Leben gewesen sein muss. Denn das will ich meinen Körper mit der Biomasse vereinen, spüre ich ein Gefühl der Verzückung. Diese Nostalgie der Krematorien. Irgendwas von Wert da drin gewesen? Hier einfach gar nichts. Das war wirklich nur, um einen zu ärgern. Hier war halt ein Ei. Ja, Dann den Gang weiter entlang. Das klingt schon so toll hier wieder. Gehen wir da lang, oder? Ja. Ja, können wir. Dann gehst aber du vor, weil du kannst wenigstens respawnen. Jo. Danke. Ist nicht so, als würde mich das ein ganz Stück an PSI kosten.
insgesamt ja 10. Ja, von der hast du ja genug trotzdem. Oh ja. Kaputt? Das Laserding? Ja. Oder? Das ist kaputt. Okay. Gut, das klingt aus dem Hörsprechen. Da ist ein Ei. Ja, ich sehe es. Kriegst du das von dir kaputt? Ja. Ja gut, ich gehe ja schon vor, meine Güte. So. Oh, ich hasse es. Na, geh von der Leiter weg. Ach komm. Hier, putt. So, jetzt kannst du drauf gehen. Meine Güte. Ich habe gerade selber nur noch ein HP, deswegen bin ich hier gerade ein bisschen am... wieder ein bisschen Leben. Regeneration ja. Reinschieben. Mhm. Oh. Schön. Warte, so, nicht fressen. Hatte ich nicht vor. Dann ist gut. Okay, ja. Jetzt darfst du. Hast du alles aufgefüllt schon dran? Ja. Aber nein, habe ich noch nicht. Hier war noch ein Apfeleimer. Ist okay. Die habe ich ja selbst noch nicht gesehen. Ach, hier sind nochmal Würmer. Okay. Jetzt ist das auch erledigt. Medikit, Prismen, Chips. Ach komm! Na, diesmal respawnst du wenigstens hier. Na, stimmt auch wieder. Ich habe geschossen, bevor der mich getroffen hat. Naja, war auf mich fixiert. Ja, ist weg. Warte mal kurz, jetzt kann ich jetzt noch gleich die anderen Maden essen. Hält noch immerhin noch 10 Punkte. Mhm. So, aber so ganz ehrlich. Ja. Es gab jetzt nochmal ein Waffen- und ein Dings-Upgrade, aber das Upgrade, was ich haben will, gibt's immer noch nicht. Da ist ein Ei. Da war ein Ei. Zerstöre schnell die restlichen 5 Eier. Mir geht es langsam auf die Nerven. Nerven. Ja, ist sehr gut, Jordan. Kommen wir da durch? Vielleicht haben wir dich vorschnell beurteilt. Wir glauben, dass eine Koexistenz möglich wäre. Schließlich sind wir beide Kinder des Fleisches. Warum unterstützt du uns nicht gegen die Maschinenmutter? Weil ich anscheinend nicht selber reden kann. Mhm. Kick nicht. Zugang, gut. Also durch die Rohre in die andere Richtung. Hier schwebt erstmal so viel Kram rum. Haben wir hier schon? Au. Nein, waren wir nicht. Warte, ich kann das okay. Schon, den krieg ich. Ja, die Kamera lasse ich dir. Ja. Hallo! 3 Treffer gelandet, Hitbox am Arsch und so, ne? So, das ist ein Epstein-Gerät, die habe ich hier. Gut, zwei sonst irgendwas? Nö. Ich will endlich mal so einen blöden... Geht ja noch weiter.